Herzlich willkommen hier von der Plenarebene des Reichstages. Es begrüßen Sie Ulrike Hinrichs vom BVK und ich bin Martina Fietz von Focus Online. Und wir haben zu Gast Konstantin von Notz von den Grünen. Herr von Notz, Sie waren auch im Sondierungsteam für die Jamaika-Koalition. Wie traurig oder enttäuscht sind Sie eigentlich, dass das nicht geklappt hat? Ja, ich war nicht in der harten 14er Gruppe, aber ich habe den Innen- und Rechtsteil mitverhandeln dürfen. Das war politisch eine sehr spannende Zeit, muss man sagen. Und es war am Ende sehr enttäuschend, dass es so kurz vor Toresschluss dann in die Binsen gegangen ist. Ich glaube, für alle Beteiligten enttäuschend. Es heißt mittlerweile, dass auch die Grünen mal darüber nachgedacht haben, die Gespräche abzubrechen. Ist das so? Und vor allen Dingen, sehen Sie noch mal eine Chance, dass es noch mal weitergeht? Naja, ich glaube, dass alle sehr mit sich gerungen haben über diese 4 Wochen. Ich glaube, die CSU hat stündlich daran gedacht, die Gespräche abzubrechen. Aber wir haben es eben nicht getan, sondern wir haben bis zum Schluss eben um Kompromisse gerungen und haben nachher auch etwas mit eingebracht, was konsentierbar war. Und das war eben der Moment, in dem die FDP ausgestiegen ist, als sie gemerkt hat, dass sich die Schlinge der Koalition zusammenzieht. Und ich finde es bedauerlich, dass man das eben nicht offen kommuniziert. Es gibt Gründe, die man nachvollziehen kann, warum die FDP ein Problem hat, in so eine Koalition reinzugehen. Das verstehe ich auch. Aber da muss man das eben offen kommunizieren und darf nicht sagen, Merkel doof, Grüne doof und wir sind die Rechtschaffenden, sondern da muss man halt sagen, wir sind schwer traumatisiert von 2009 bis 2013 und deswegen haben wir einfach Hemmungen, hier nochmal in so eine Koalition zu gehen. Jetzt könnte es ja darauf hinauslaufen, dass wir wieder eine große Koalition bekommen. Die SPD bewegt sich zumindest an dieser Frage. Ist das ein Risiko für die Demokratie? Denn so viele große Koalitionen hintereinander, sind die gut für die Republik? Nein, das ist natürlich nicht gut für die Republik. Und auch vor dieser Wahl wurde schon von den österreichischen Verhältnissen geredet, zu Recht. Trotzdem finde ich, ist es eigentlich kein Standpunkt, in politisch so schwierigen Zeiten zu sagen, alternativlos reden wir nicht miteinander. Die Frage ist eben aus SPD-Sicht, ob man an diese Heilserzählung glaubt, wir gehen in die Opposition, dann wird alles gut. Ich glaube das nicht. Das Problem der SPD ist nicht, dass sie regiert, sondern das Problem ist, wie man jetzt in Niedersachsen gut sehen kann, dass sie eben eigentlich zu verwechselbar mit der Union ist. Also in den Bereichen, die ich mache, die Innen- und Rechtspolitik, da sind SPD und Union eigentlich deckungsgleich. Das können Sie eben in Niedersachsen sehen. Bürgerrechte oder irgendwie solche Dinge spielen da überhaupt keine Rolle. Und dass die SPD jetzt irgendwie progressiver wäre, das kann ich eben beim besten Willen nicht erkennen. Und das ist das eigentliche Problem, glaube ich. Also gar nicht die GroKo, sondern diese Unverwechselbarkeit, diese dieses Synchronschwimmen der beiden großen Parteien, die nicht mehr ganz so groß sind. Jetzt würde ich gerne noch ein kleines Wortspiel mit Ihnen machen, und zwar dieses berühmte Satzvollendungsspiel. Und da bin ich ganz gespannt auf die Antworten. Wenn ich jetzt nicht im Bundestag wäre, dann wäre ich wo? In Mölln und würde das Landleben genießen. Wenn Sie in der Opposition sind, dann? Werden wir versuchen, das Parlament zu stärken, denn ich glaube, ein Problem dieser großen Koalition war diese Exekutivierung von Parlamentsarbeit, dass eben alles nur auf die Regierung guckt. Ich glaube, das Parlament hat einen besseren Stand verdient und muss dafür hart streiten. Wenn jetzt doch noch eine Regierung zustande kommen könnte, würde ich die am liebsten bilden mit? Am liebsten im Augenblick, glaube ich, mit der Union, einfach weil Frau Merkel eine große Erfahrung mitbringt im Hinblick auf die Europapolitik und die Migrationspolitik eine Haltung an den Tag gelegt hat. Und deswegen könnte ich mir das gut vorstellen und ich sehe eben sonst eigentlich wenig Leute, hinter denen man sich versammeln könnte, um vernünftig dieses Land zu regieren. Das heißt aber auch nicht, dass das auf alle Ewigkeiten weitergeht. Ich glaube, wir alle sind in der Pflicht, sozusagen dann perspektivisch auch mal personell uns weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir über diese Schlaufe reden, in der wir uns gerade befinden, wäre das das Vernünftigste. Der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin heißt?
nicht Jens Spahn. Ja, vielen Dank, Herr von Notz, dass Sie da waren. Vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war es jetzt für jetzt und wir freuen uns auf unsere nächsten Gäste.